Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Politik arbeitet gerade an dem, was man jetzt als Felbermayr-Vorschlag, Felbermayr-Kompromiss bezeichnet. Und da geht es um eine Art Strompreisdeckel. Und einer der Erfinder dieses Deckels oder dieser Bremse oder wie immer sie dann tatsächlich ausgeführt wird, nämlich Gabriel Felbermayr, der Namensgeber des ganzen WIFO-Chef, ist heute am Abend mein Gast und ich freue mich, ihn jetzt im Studio begrüßen zu können. Guten Abend. Grüß Gott, Frau Daniel. Wie geht es Ihnen denn damit, dass es erste wochenlang darüber diskutiert wurde, es muss eine Strompreisbremse kommen, es muss ein Preisdeckel kommen, dann haben Sie einen Vorschlag gemacht und scheinen irgendwie der Rettungsanker von Regierung über Opposition bis Gewerkschaft und Wirtschaftskammer zu sein mit diesem berühmten Felbermayr-Vorschlag? Ja, also es geht mir damit nicht schlecht natürlich. Es freut, wenn ein Konzept aufgegriffen wird, das das Wirtschaftsforschungsinstitut und dann in meiner Person in Österreich in die Debatte einbringt. Mhm. Ein bisschen ungutes Gefühl habe ich insofern, als es natürlich diese Idee schon vorher gab. Ne? Das lag in der Luft. In Deutschland wird das mindestens seit Dezember letzten Jahres schon in verschiedenen Varianten diskutiert. Mhm. Aber wenn das WIFO sagt, so könnte man das machen, dann hat das in Österreich scheinbar ein bisschen ein Gewicht und das fühlt sich jetzt zunächst einmal gut an. Wir sind jetzt natürlich auch sozusagen im Risiko, wenn aus diesem WIFO oder Felbermayr-Deckel nichts wird, dann wäre das natürlich nicht gut und wirkt dann auch zurück sozusagen auf den Namensgeber. Aber vielleicht, wenn man ja am Ende nicht weiß, wie die Politik es wirklich umsetzen wird, daran wird ja jetzt noch gebastelt, aber was ist Ihr konkreter Vorschlag, dass man das den Menschen vielleicht erklärt? Also es geht um zwei Dinge gleichzeitig. Einerseits ist es wichtig, dass die Knappheitssignale in Form hoher Preise bei den Menschen in den Haushalten wahrgenommen werden. Mhm. Dass Strom teuer ist, dass Gas teuer ist, ist dumm, das stört uns alle, aber es hat was mit Knappheit zu tun. Uns wird gerade der Gashahn abgedreht. Mhm. Das wird Folgen haben müssen für den Preis und wenn der Preis hoch ist, hoch genug ist, dann wird man auch einsparen. Das sieht man bei der Industrie, man sieht es teilweise auch schon bei den Haushalten, aber da muss noch viel mehr passieren. Gleichzeitig aber müssen wir verhindern, dass die Rechnungen der Menschen ins Unermessliche explodieren. Und das kann man tun, indem man sagt, ein Teil der Stromrechnung wird bezuschusst, in welcher Form auch immer, wie viel das ist, ob man gar Freistromkontingente gibt oder ob man den Preis dafür deckelt, das ist gar nicht so wichtig, aber es ist eben ein Teil und vielleicht sogar der größere Teil und für den nicht gedeckelten oder nicht bezuschussten Teil, dann sind eben dort die Marktpreise zu bezahlen. Dann hat man beide Welten eingefangen. Einerseits die soziale Sicherung und andererseits aber das marktwirtschaftliche Prinzip. Mhm. Wenn die Preise steigen, dann werden die Menschen darauf reagieren. Und wenn sie stark steigen, ja, dann sind die Einsparanreize ja sehr hoch, weil dann kann man plötzlich durch vielleicht 10% Stromeinsparung eine hohe Reduktion bei der Stromrechnung generieren. Bevor wir dann noch auf die Einsparungen, was eigentlich die Preisentwicklung noch vorbereiten könnte, kommen. Das heißt, Ihr Vorschlag zielt vor allem darauf ab, dass man beides gleichzeitig macht. Dass man reduziert, also nicht einfach einen Deckel, einen generellen, sondern dass eben deckelt auch den Preis, also den Bedarf, bis man weniger zahlen muss. Das ist ein Grundkontingent. An Strom, genauso könnten wir über Gas nachdenken, aber bei Strom ist es wahrscheinlich am allerwichtigsten, weil das braucht jeder, dass ein Grundkontingent an Strom leistbar gehalten wird. Mhm. Ja? Und die Haushalte, die darüber hinaus was verbrauchen, die müssen über diese Extrabedarfe dann eben die hohen Preise bezahlen. Wenn sie was einsparen, kriegen sie dann dort eben auch diese hohen Einspareffekte. Wenn sie mehr verbrauchen in Zeiten der Knappheit, ja, dann müssen sie diese hohen Kosten eben berappen. Ne? Auch zahlen, genau. Wie kann man dafür sorgen, dass das sozial treffsicher ist? Das war ja jetzt die Kritik an vielen Maßnahmen, die getroffen wurden. Die Regierung hat
hat ja schon Antiteuerungspakete, die eigentlich eher Hilfspakete sind, gemacht. Und da war der Vorwurf, das ist eigentlich per Gießkanne, so dass egal wie wohlhabend jemand ist, er kriegt dann einfach was ausgezahlt. Also so pauschal stimmt das Gießkannenargument ja nicht. Es sind ja schon auch für bestimmte Zielgruppen Maßnahmen ergriffen worden. Oder wo wir wissen, dort sind die sozialen Härten am größten, also bei Mehrkindfamilien zum Beispiel, da wird geholfen. Aber ja, es ist Gießkanne mit dabei, wir haben das auch immer kritisiert. Auch bei so einer Energierechnungsbremse, oder wie man es immer nennen will, wird es gießkannenartige Nebeneffekte geben. Aber wichtig ist, dass man das Grundkontingent, das bezuschusst wird, auf die Haushaltsgröße bezieht. Ja, wir wissen natürlich, ein Ein-Personen-Haushalt hat einen ganz anderen Stromverbrauch als ein Fünf-Personen-Haushalt. Also das muss man berücksichtigen. Und da beginnt es schon schwierig zu werden, weil die Energieversorger keine Information vorliegen haben darüber, ob zu einer Zählernummer in einem Haushalt ein Ein-Personen-Haushalt gehört oder ein Fünf-Personen-Haushalt. Nicht? Es wäre ja grotesk, wenn man sozusagen dem Ein-Personen-Haushalt dieselbe Subvention sozusagen gibt, dieselbe Bezuschussung gibt, als einem Fünf-Personen-Haushalt, der einen viel höheren Stromverbrauch hat. Also das wäre das Erste, was man einbeziehen müsste. Und das ist eine gewisse Hürde. Was man aber sehr schnell machen kann, ist Information zu nutzen, die schon vorliegt bei den Energieverbrauchern. Es gibt ja die Möglichkeit, oder gab in den letzten Jahren schon die Möglichkeit, sich von bestimmten Strompreisanteilen befreien zu lassen, also zum Beispiel Umlagen für die Förderung Erneuerbarer, wenn man zum Beispiel gießbefreit ist. Und das sind keine kleinen Bevölkerungsgruppen. Ja? Also 1,2 Millionen Menschen scheinbar haben da die ein oder andere Privilegierung schon gehabt in der Vergangenheit. Und für diese Gruppen könnte man sofort sagen, dort wird ein höheres Kontingent bezuschusst als für andere oder der Deckel auf die ersten paar tausend Kilowattstunden, der liegt niedriger bei dieser Gruppe als bei anderen, dann kann man das sozial deutlich treffsicherer machen. Und im Umkehrschluss, das ist das, was den Ökonomen ja gefällt an der sozialen Treffsicherheit, ist nicht nur fair und gerecht, sondern es ist auch für den Finanzminister leistbarer, weil die Gießkanne halt vor allem eines ist, nämlich wahnsinnig teuer. Absolut, aber das heißt, Sie sind schon für eine soziale Staffelung des Ganzen. Ich bin sehr dafür, dass man das sozial staffelt, weil es am Ende ja die Frage der Finanzierung geben wird. Wie finanziert man diese Bezuschussungen? Nicht? Man kann das kurzfristig über höhere Schulden machen, aber das wünschen wir uns auch nicht. Dann kommt man von einer Problemlage, jetzt von der Problemlage der teuren Energie in die Problemlage der Überschuldung der staatlichen. Das ist auch nicht wahnsinnig toll. Das heißt, wir müssen uns schon fragen, wie kriegen wir es finanziell handhabbar? Und da hilft sozusagen die Abwehr gegen die Gießkanne. Sie haben es jetzt angesprochen, im Moment geht es um den Strompreis, weil das natürlich etwas ist, das uns alle am unmittelbarsten betrifft. Aber natürlich gibt es auch schon die Debatte zum Gaspreis. Sollte man da auch rechtzeitig was machen? Könnte man da ein ähnliches Modell wählen? Man könnte beim Gas im Prinzip das identische Modell anwenden. Die Frage ist natürlich, ob man es tun soll. Ja? Wenn man das Gas so abarbeitet, dann wird man auch beim Heizöl fragen, wie fair ist denn das? Ja, das Heizöl ist auch viel teurer geworden. Und selbst die Haushalte, die mit Pellets heizen zum Beispiel, haben hohe Kostensteigerungen. Pelletspreis hat sich ungefähr verdoppelt. Dann wird man auch da fragen müssen. Deswegen glaube ich, jetzt muss es gelingen, dass man wirklich ein gutes, auch praktikables, umsetzbar, fehlerfrei umsetzbares Instrument schaffen für den Strom. Das erreicht alle Österreicherinnen und Österreicher, weil es gibt niemanden in Österreich, der keinen Stromverbrauch hat oder vielleicht ganz, ganz wenige, ne, abzählbar. Dort erreichen wir viele und dann kann man ja auch fragen, wenn wir dieses System relativ großzügig ausgestalten bei der Strompreis sozusagen, in der Strompreisthematik, dann entstehen da ja Spielräume für die Haushalte, die dann genutzt werden können für andere Bereiche, wo die Kosten auch stark gestiegen sind. Ja? Und man muss ja sehen, wenn jemand zum Beispiel eine Wärmepumpe hat und so heizt und Warmwasser bereitet, dann hat er eine höhere Stromrechnung als der Durchschnittshaushalt. Unser Modell würde sich an den Durchschnittshaushalt richten. Dann kriegt dieser grüne Haushalt sozusagen, der jetzt schon viel getan hat, der kriegt einen kleineren Anteil seiner Rechnung gedeckelt. Aber dieser Haushalt hat kein Gas.
und kein Heizöl. Und die hohen Preissteigerungen da, die betreffen diesen Haushalt gar nicht. Nicht, wenn umgekehrt jemand aber mit Heizöl sein Haus beheizt, dann hat er einen niedrigeren Stromverbrauch, ja, weil er hat eben keine Wärmepumpe. Und das bedeutet, dass ein höherer Anteil des Stromverbrauchs dieses Haushalt bezuschusst wird. Nicht? Und diese Vorteile da, die sollten dann den Haushalten helfen, die Kosten in anderen Bereichen beim Heizöl besser handhaben zu können. Und insgesamt müssen wir uns halt einfach auch immer wieder klar sein darüber, wenn Energie teuer ist, dann wird uns das Lebensstandard kosten, so oder so. Wenn der Staat jetzt bezuschusst und wird das über höhere Steuern finanzieren, dann trifft uns das auch wie ein Bumerang. Wenn wir es über Schulden finanzieren, trifft das die nächste Generation oder es kommt über Inflation zurück. Also aus der Knappheit, die wir haben, können wir uns als Gesellschaft, sozusagen als Österreich, nicht so ohne weiteres einfach befreien. Das heißt, ein Stück dieser Zumutung höherer Preise wird einfach am Ende des Tages anlanden bei uns allen. Das können wir sozial ausgestalten, sodass es nicht zu großen sozialen Verwerfungen führt. Aber wir können es als Gesellschaft nicht einfach ungeschehen machen. Das geht nicht. Bevor wir dann auf die Inflationsentwicklung kommen, noch zu den möglichen Einsparungen. Da hat jetzt Spanien gesagt, sie wollen eine Einsparung von das 19 Grad Klima quasi im Haushalten ist und in öffentlichen soll auch nicht öffentlichen Gebäuden soll auch nicht über ein gewisses Grad runtergekühlt werden. Also da soll 27 Grad sein, weil natürlich Klimaanlagen auch sehr viel Energie verbrauchen. Welches Modell sollten wir da anstreben? Also ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt den Haushalten vorschreiben sollten, wie warm sie es haben dürfen im Winter oder wie kühl im Sommer. Das wäre eine Not-Not-Maßnahme, ja, oder? Ja, also ich finde, dass sozusagen das Modell, das wir vorschlagen und das jetzt diskutiert wird, hat ja den Charme, dass bei den Haushalten die hohen Preise als Signale ankommen. Und ich glaube schon, dass die Österreicherinnen und Österreicher rational genug sind, zu sagen, ja, für eine Basisausstattung werde ich jetzt bezuschusst, aber wenn ich es jetzt wirklich ganz warm haben will im Winter oder ganz kalt im Sommer, ja, dann geht das auf meine Rechnung. Da kann ich nicht erwarten, dass der Staat mich dafür jetzt noch fördert oder unterstützt. Und es wäre ja auch klimapolitisch kontraproduktiv. Deswegen meine ich, wir können diese Art von harten Eingriffen vermeiden. Eine ähnliche Diskussion haben wir ja vor allem in Deutschland über das Thema, wie schnell darf man fahren. Genau. Ja, und das hat man natürlich in Deutschland auch deswegen, weil man den für mich falschen Tankrabatt eingeführt hat. Das macht das Autofahren künstlich billig. Die Leute sehen nicht, dass es teuer ist zu rasen, ja, und rasen deswegen weiter, manche jedenfalls. Ja, und dann kommt die Diskussion, muss man das Rasen verbieten? Nicht? Also eine Intervention in den Markt generiert dann gleich das die heißt nächste. Tankrabatt, also etwas, was ja auch in östlichen Nachbarländern passiert, das lehnen sie ab. Ich sehe nicht, wie das zusammengeht mit anderen Zielen, die wir haben. Wir wollen ja, dass man aussteigt aus dem Verbrennermotor. Jetzt sind natürlich 2 Euro für den Liter Benzin und Diesel sehr viel. Aber wenn man das im historischen Vergleich anschaut und als Anteil der Ausgaben der Haushalte, dann ist es nicht mal so, dass man sagen kann, das ist absurd hoch. Absurde Preissteigerungen, also im Sinne von wirklich historische Anomalien, ja, haben wir potenziell im Bereich Strom, noch nicht jetzt, aber wenn es weitergegeben wird, wird das passieren, und beim Gas. Das Erdöl steigt auch nicht mehr. Das heißt, dort ist nicht mehr so viel Gefahr im Verzug. Wenn jetzt plötzlich der Liter nicht 2 Euro kostet, sondern 4, ja, dann müssen wir ganz anders nachdenken. Und was wir auch, glaube ich, im Blick haben müssen, ist, dass wir gerade bei der Versorgung mit Diesel und Benzin in Europa sehr hohe Marktkonzentration haben. Das sind wenige große Konzerne, die das Spiel hier beherrschen. Das sind ja nicht die Tankstellenpächter, sondern die Mineralölfirmen. Und da muss man fragen, funktioniert der Markt? Gibt es da Absprachen, Preisabsprachen? Gibt es da Kartellierung? Und das ist dann nicht so eine Frage, sozusagen, das ist, mache ich mal eine Subvention oder decke irgendwas, sondern eine Frage der Monopolkontrolle, des Kartellrechts, der Preisgesetzgebung. Da noch apropos, es gibt eine europaweite Debatte, weil es wird errechnet, dass es extreme Übergewinne für Energiekonzerne geben wird, die ja teils auch in staatlicher Hand sind oder in teilstaatlicher Hand.
Soll es da eine Abschöpfung geben? Was könnte man da machen? Weil Sie haben vorher auch das Wort der sozialen Verwerfungen erwähnt, vor der sich sehr viele fürchten. Also zunächst einmal sollte man das Thema Abschöpfen von Gewinnen das Schützen der Bedürftigen nicht in einen Topf werfen. Das hat nämlich nicht direkt miteinander zu tun. Wir können sehr wohl eine Art Energierechnungsbremse implementieren und das über ganz verschiedene Steuerarten finanzieren oder auch über Schulden finanzieren. Das hängt nicht sozusagen kausal damit zusammen, ob wir jetzt die Konzerne mit Extrasteuern belegen oder nicht. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist, man muss sich fragen, was mit diesen Gewinnen, die da jetzt entstehen, eigentlich passieren soll. Ja, wollen wir wirklich den Energiekonzernen jetzt Eigenkapital entziehen, ja, wo wir doch eigentlich bis 2030 wissen, die müssen enorme Summen investieren, sie müssen jetzt die Netze ausbauen, sie müssen jetzt in die Erneuerbaren investieren. Wenn wir ihnen das Geld jetzt entziehen, aber gleichzeitig sagen, ihr müsst so viel investieren, dann läuft das so, dass andere Eigenkapital nachschießen müssen. Entweder der Staat muss eine Eigenkapitalerhöhung mitgehen, wenn das bei diesen Unternehmen geplant ist, oder die Unternehmen müssen auf den Markt gehen und sagen, welcher amerikanische Pensionsfonds oder europäischer finanziert uns denn jetzt den Ausbau der Netze, weil die Gewinne, mit denen wir das finanzieren konnten, mussten wir abliefern. Nicht? Also da muss man, glaube ich, sehen, dass diese Gewinne nicht einfach ausgegeben werden sollten, sondern für den Ausbau der Netze eingesetzt werden. Und ich glaube, das tun die Unternehmen auch. Sie sehen ja, dass ihr Geschäftsmodell, jeder, der Strom anbietet, weiß ja, sein Geschäftsmodell wird wachsen. Wir werden nicht mehr mit Sprit, nicht mehr Benzin und mit Diesel mit Auto fahren, sondern mit Strom. Wir werden nicht mehr mit Gas heizen, sondern mit Strom. Das ist ein wachsendes Geschäft und für das Wachstum braucht es eben auch Investitionen. Mit welcher Preisentwicklung, mit welcher Inflation rechnen Sie eigentlich? Wir sind ja in einem Wirtschaftskrieg, also die EU mit Russland, oder besser gesagt Russland auch mit uns. Und man merkt ja, dass Wladimir Putin hier ganz gezielt in den Markt eingreift, mit ein bisschen mehr Gas fließen lassen, ein bisschen weniger Gas fließen lassen. Bis wohin kann sich das steigern? Also wir rechnen jetzt damit, dass wir noch nicht den Höhepunkt der Inflationsdynamik erlebt haben. Das passiert jetzt dann, wenn ein Energieversorger nach dem anderen bei den Stromrechnungen und bei den Gasrechnungen die Marktpreise durchreichen muss, weil sonst gehen die Unternehmen pleite und dann ist auch keinem geholfen. Nicht? So, und das treibt dann nochmal die Inflationsrate bis vor Weihnachten in die Höhe. Es kann gut sein, dass wir auch zweistellige Raten sehen. Nicht? Das haben wir schon in 9,2, es könnten auch mehr als 10 sein. Aber die gute Nachricht ist, dass vieles, was jetzt noch inflationstreibend ist, zum Beispiel die Höhe des Preises für Diesel und Benzin, da sehen wir keine großen Preissprünge mehr, weil der Rohstoff, Rohöl, nicht mehr teurer wird. Ja, bei vielen Rohstoffen, zum Beispiel auch bei Weizen, sehen wir, dass die Preisspitzen schon wieder hinter uns liegen. Also da gehen die Preise zurück, bei vielen Industrierohstoffen auch, bei Stahl zum Beispiel, der Eisenerz. Nicht bei allen, ja, Kohle ist zum Beispiel wahnsinnig teuer. Aber es gibt schon so einen Effekt, der inflationsdämpfend wirken wird, dann sozusagen ins nächste Jahr hinein, weil die Preise hoch bleiben, aber eben nicht noch weiter klettern. Und das hilft uns. Wären aber die Pläne, die derzeit errechnet werden, eben dieser Felbermayr-Kompromiss, wird das ausreichen? Weil da sagt zum Beispiel die Gewerkschaft und auch Teile der Opposition, das werde nicht ausreichen und man müsse auch bei Grundnahrungsmitteln, bei Mieten, bei Sonstiges hineingehen, weil die Inflation all diese Bereiche betrifft. Es ist klar, dass wenn man jetzt nur die Stromrechnung bezuschusst, dass das nur einen Teil der gestiegenen Kosten abdecken wird können. Das ist klar. Ich habe vorher gesagt, wir können nicht staatlicherseits so tun, als gäbe es diese Knappheiten nicht. Ja? Also die Preissteigerungen wegzuwünschen, das können wir schon machen, aber das umzusetzen ist kaum wirklich vernünftig machbar. Wo wir, glaube ich, noch nachbessern müssen, ist wirklich bei Hilfen für die tatsächlich Bedürftigen, wo es
wo es wirklich Engpässe gibt. Da ist auch schon einiges passiert. Also wir haben ja schon jede Menge Geld ausgegeben. Wir dachten, dieses Jahr wird eines sein, wo der Staat sein Haushalt nach zwei aufregenden Corona-Jahren wieder etwas in Ordnung bringen kann. Nein, das gelingt nicht. Wir werden eine hohe Neuverschuldung haben, genau wegen diesen Maßnahmen. Das heißt, wir können da auch nicht beliebig tief in die Tasche greifen. Irgendwann ist die Tasche sozusagen leer. Wo man sicher fragen muss, ist, wie die Mietpreisen indiziert sind. Ja, ob das, da habe ich keine fixe Meinung dazu, aber es scheint schon etwas arbiträr zu sein, dass wenn zum Beispiel durch teures russisches Gas die Inflation steigt, dass dann in Oberösterreich die Mieten stärker steigen müssen. Nicht? Das ist nicht zwingend logisch und da kann man sicherlich drüber nachdenken, wie da die Regulierung aussieht. Keine Schnellschüsse, weil wir brauchen ja auch auf dem Wohnungsmarkt Neubau, wir brauchen Investitionen. Wenn man die abschneidet, wenn man sagt, ich dürfte ihre Mieten nicht erhöhen, dann läuft das nicht. Beispiel Berlin, da gibt es einen Mietpreisdeckel, der hat sich als sehr kontraproduktiv herausgestellt. Und das Zweite, das Sie angesprochen haben, Mehrwertsteuer auf Lebensmittel absenken, das ist dann eben genau die von uns vorher besprochene Gießkanne wieder. Ja, das hilft. Das hilft allen. Das hilft vor allem natürlich auch schon denen, die besonders hohe Anteile ihres Einkommens auf die Lebensmittel ausgeben. Aber schauen Sie sich das Semmel an zum Beispiel. Das kann man sich billig einkaufen um 20 Cent oder 25. Man kann aber auch eine Handsemmel beim Innenstadtbäcker kaufen, die kostet 1 Euro. Ja, der reiche Haushalt kauft sich das 1-Euro-Semmel und kriegt dann da einen 10-Cent-Rabatt durch den Verzicht auf die Mehrwertsteuer. Der wenig einkommensstarke Haushalt kauft sich irgendwo im Discounter ein Semmel um 20 Cent und kriegt gerade 2 Cent. Ja, da sieht man, das ist eine Steuer, die vor allem in Fasnachten absolut Beträgen, wenn sie denn gesenkt wird, den Besserverdienenden hilft. Ja. Mir sagen viele Unternehmer derzeit im Hintergrund, dass sie Angst vor der Psychologie haben. Jetzt sind sie ein bekannter Ökonom. Es ist die ganze Zeit die Rede von Krise, logischerweise. Ja. Wie gefährlich ist das, dass wir da eben in eine echte Weltwirtschaftskrise hineinrutschen, weil die Leute aufhören in den Konsum zu investieren, also keine Anschaffungen mehr machen, das Ganze reduzieren? Ja, das ist eine ernstzunehmende Sorge. Wir haben natürlich ein paar Dinge, die uns aktuell unterstützen. Auf dem Arbeitsmarkt läuft es recht gut, nach wie vor. Und da sehen wir jetzt auch keine großen Verwerfungen. Ja, vielleicht sinkt die Arbeitslosigkeit nicht mehr, aber wir sehen nicht, dass es da zu großen Schwierigkeiten kommt, solange die Industrieproduktion nicht einbricht. Also das ist nicht auszuschließen, Gasstopp, das wäre dann ganz anders. Aber solange die Beschäftigung hoch ist, bleibt auch das Konsumentenvertrauen relativ gut. Wir wissen aus der Forschung, dass was sozusagen zu Angstverhalten führt, hat häufig mit Jobverlust zu tun oder eben mit der Angst vor Jobverlust. Und das sehen wir jetzt eher nicht. Es ist umgekehrt so, nicht, dass die Unternehmen Angst haben müssen, dass sie ihre freien Stellen nicht besetzt kriegen. Ja. Das hilft uns jetzt ein bisschen. Aber aktuell merkt man schon, dass beim Konsum Rückgänge da sind. Nicht in Euro gemessen. Die Menschen geben mehr Geld aus als früher für ihre Einkäufe, aber sie kriegen halt weniger dafür, weil es teurer geworden ist. Und das bedeutet, dass real preisbereinigt sozusagen weniger umgesetzt wird. Das darf sich jetzt nicht noch weiter zuspitzen, sonst kann das schon konjunkturabschwächende Effekte haben. Was aber, würden manche Kollegen jetzt vielleicht sagen, genau richtig ist, weil wir ja die Inflation runterbringen müssen. Inflation heißt ja immer, es wird zu viel nachgefragt im Vergleich zu dem, was an Angebot da ist. Reden wir noch über das Worst-Case-Szenario, weil das natürlich leider auch realistisch ist. Sie haben es schon angesprochen, nämlich ein Gasstopp. Wenn Wladimir Putin tatsächlich völlig abdreht, was bedeutet das dann? Steht dann die Industrie still oder gibt es da Auswege? Ja, mit dem Szenario befassen sich jetzt viele Unternehmen ja seit März, ja, und machen Vorkehrungen, wie sie mit einem potenziellen Gaslieferstopp umgehen können. Wir sehen, dass in Deutschland und Österreich die Industrie jetzt schon deutlich weniger Gas verbraucht als früher. Warum? Weil sie bestimmte Prozesse umstellen konnten, raus aus dem Gas zum Beispiel in Heizöl hinein, weil sie bestimmte Vorprodukte nicht mehr selber herstellen, sondern importieren von Ländern, wo das Gas günstig ist. Also ohne, dass jetzt die Industrieproduktion eingebrochen wäre. Nicht? Weder in Deutschland noch in Österreich. Das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten, mit solchen Knappheiten umzugehen. Die
Speicher befüllen sich auch weiterhin. Das könnte man sich immer wünschen, das ging alles noch schneller. Aber es ist nicht so, dass die Angst jetzt seit März größer geworden ist in der Industrie, sondern eher kleiner. Ne? Weil jeder Tag, in dem weiter russisches Gas fließt, kann man was einspeichern, kann man was bevorraten, kann man sich rüsten. Das heißt, jetzt sind wir viel besser dran im August, als hätte das Gas im April zu fließen aufgehört. Das heißt, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Zum Abschluss schon, weil das jetzt natürlich eine politische Debatte ist und einige in einer gewissen Partei jetzt die ganze Zeit sagen, an dieser Inflation seien nur die EU-Sanktionen schuld und wir hätten viel mehr Probleme damit als Europa, als Österreich, als Russland, und die Sanktionen würden Russland gar nicht schaden. Vielleicht können Sie das einordnen. Ja, also diese These höre ich auch natürlich. Sie scheint mir nicht sehr stichhaltig zu sein. Schauen Sie sich mal die USA an. Ja? Die haben dieselbe Inflationsentwicklung, wie wir sie hier in Europa haben. Aber der Gaspreis dort ist viel geringer als bei uns. Mhm. Nicht? Die hängen nicht am russischen Gas. Und die Sanktionen gegen Russland treffen sie viel schwächer. Trotzdem die hohe Inflation. Wir dürfen nicht vergessen, dass es andere Treiber für die Inflation auch gibt. Nicht? Also wenn man schon Schuldige suchen will, ja klar, die Sanktionen sind inflationstreibend, gar keine Frage. Aber wir kommen aus der Corona-Krise mit einer hohen Konsumlust heraus. Nicht? Die Leute wollen essen gehen, aber die Knappheit ist da. Wir haben wenig Arbeitskräfte, gerade im Gastrobereich. Das treibt die Preise. Hätten wir keine Sanktionen, also wäre das auch so. Dieser Aufholbedarf von der Corona-Krise. Genau, das hängt jetzt nicht an den Sanktionen. Und wir haben natürlich auch jetzt lange Jahre lang eine sehr lockere Geldpolitik gehabt. Mhm. Ja, auch das entlädt sich jetzt. In den USA ist das wahrscheinlich der Haupttreiber, der die Inflation antreibt. Das ist bei uns auch der Fall. Deswegen, ja, natürlich treiben die Sanktionen die Inflation, das ist schon klar. Aber sie sind möglicherweise nicht einmal der Haupttreiber. Da sind jedenfalls andere Faktoren auch am Werk. Und wenn wir die Sanktionen heute beenden würden, wäre es vollkommen naiv zu glauben, plötzlich hätten wir wieder 2% Inflation, wie die Frau Lagarde sich das wünscht. Mhm. Ja. Und was bedeuten die Sanktionen für Russland und kann das Europa am Ende gewinnen? Wenn wir uns die Situation jetzt anschauen, seit Ende Februar gibt es diesen Krieg, seit Ende Februar haben wir diese Sanktionen, Österreich wächst, ja. Also die Aussichten sind nicht so gut, aber bisher jedenfalls. Wir haben jetzt schon ein volles Sanktionsquartal hinter uns, das zweite Quartal in diesem Jahr noch. Das erste Quartal war schon von Sanktionen betroffen. Wir haben trotzdem Wirtschaftswachstum gesehen, in der Eurozone auch. Wenn man nach Russland blickt, nicht. Russland steckt in einer tiefen Rezession. Die Frage ist, werden es 8% minus sein oder 12% minus sein? Aber Rezession, ja. Wenn wir uns anschauen, Inflationsentwicklung in Europa, ja, wir haben hohe Inflation. Der Teil ist auf die Sanktionen zurückzuführen. Aber der Blick nach Russland zeigt uns, das ist dort doppelt so hoch. Die Zinsen mussten dramatisch angehoben werden, mit großen Bremsspuren in der Konjunktur. Das heißt, zunächst einmal ist die Situation klar, da brauchen wir auch nicht herumschwurbeln. Ja. Russland ist in der Rezession, wir sind es nicht. Die Frage ist nur, was passiert im Winter? Der Punkt ist, wir können uns darauf vorbereiten und tun das auch. Es kann sein, dass wir im Winter, wenn wirklich kein Gas mehr kommt, eine Rezession erleben. Deutschland ist knapp dran. Österreich hat noch ein bisschen mehr Platz, aber das kann schon passieren. In der Größenordnung, wie Russland das hat, auch wie wir das für Russland im nächsten Jahr sehen, da sind wir weit davon entfernt. Ja, das heißt, selbst wenn es jetzt im Winter enger werden würde, ist die wirtschaftliche Entwicklung in Russland viel schlechter. Was man aber sehen muss, das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit, und da haben manche in der Opposition, glaube ich, schon den richtigen Riecher, eine Inflation von 20%, eine Rezession von 10% ist in Russland in dem autokratischen System anders auszuhalten als in Europa mit 27 unterschiedlichen Ländern und 27 demokratisch gewählten Regierungen, die jederzeit stürzen könnten. Nicht? Das ist die Frage, die man sich eigentlich stellen muss. Nicht, wie ist der ökonomische Schaden, der ist ganz klar stärker bei Russland, sondern was ist daraus politisch als Schlussfolgerung zu ziehen. Dann erlauben Sie mir noch diese Frage, weil Sie das ansprechen. In Russland sind solche Massendemonstrationen eher schwierig, weil die dann sofort im Gefängnis landen, wenn sie sich trauen, gegen Putin zu demonstrieren.
das droht wahrscheinlich nicht nur Österreich, sondern sehr vielen Staaten in der EU, Massendemonstrationen im Herbst. Können das demokratische Regierungen so durchstehen? Sie müssen den Menschen klar kommunizieren, dass sie tun, was sie tun können, um die ärgsten Effekte der Teuerung abzufedern, vor allem in den vulnerablen Gruppen. Mhm. Wir müssen den Menschen aber auch reinen Wein einschenken und sagen, hier wird mit Gewalt in Europa eine Grenze verschoben. Hier sterben täglich unschuldige Menschen. Ja, da werden Menschen, währenddem sie in ihren Betten liegen, mit Raketen beschossen. Mhm. Es ist klar, wer der Täter ist und klar, wer das Opfer ist. Und es muss auch klar sein für uns, wo wir da stehen. Das sind jetzt nicht Zeiten, die schön sind. Ja, und das lässt sich auch nicht wegdemonstrieren. Also das bedeutet eben auch für uns die eine oder andere Zumutung. Wirtschaftlicher Art vor allem, das kann einer lösen auf dieser Welt. Ja. Dort sollte man sozusagen die Botschaft ankommen lassen. Und dieser Herr sitzt im Kreml. Absolut. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, Gabriel Felbermayr, für das interessante Gespräch. Gerne, Frau Daniel. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit der Virologin Dorothea von Lahr weiter, die erzählen wird, wie sie mit den vielen Bedrohungen, die Experten erhalten, umgegangen ist. Bleiben Sie dran.